befinde mich hier an der Hamburger Elbe, direkt an der Strandperle. Hinter mir ist der Hamburger Hafen. Und am 19. August 2012 war Sebastian Schröer auch hier. Es war der heißeste Tag des Jahres. Hunderte von Hamburgern haben ihn hier genossen. Und Sebastian Schröer hat sich gedacht, das muss ich fotografisch festhalten. Er hat fotografiert und aus dieser Fotoserie ist jetzt eine Ausstellung entstanden. Und die möchte ich euch gerne zeigen. Und hier ist der Künstler, Sebastian Schröer, Fotograf und Autor unter anderem von iPhone für Dummies. Seine Fotoserie vom heißen Tag am Elbstrand ist hier in einer modernen Galerie in einem Hinterhof der Gaußstraße zu sehen. Das sind die heißesten Bilder des Jahres 2013, kann man das so sagen? Ja, ganz eindeutig. Ich befand mich an der Elbe mit einer Freundin in der Strandperle und an dem Tag und an den darauf folgenden 3,5 Stunden bis Sonnenuntergang sind die Bilder entstanden. Ja, und das heißt also, das war ein spontaner Entschluss, die Bilder zu machen. Genau, ich hatte leider noch nicht mal meine Kamera dabei, sodass die Fotos komplett mit meinem alten iPhone 3 entstanden sind. Ja, aus der Stimmung, die da war, der heißeste Tag, die Leute liegen, stehen im Wasser, kühlen sich mit Getränken ab. Und dann war ja auch noch der letzte Tag der Cruise Days, also Auslaufparade der ganzen Schiffe. Queen Mary kam dann im Sonnenuntergang vorbei und es war eigentlich so perfekte 3 Stunden, die unbedingt dokumentiert werden sollten. An jenem Nachmittag des 19. August 2012 entstanden diese 33 Bilder, darunter auch einige Schwarz-Weiß-Fotos. Wo einige der Besucher gesagt haben, es wirkt wie ein 50er-Jahre-Bild und andere wiederum wie aus der heutigen Zeit oder wie nachkolorierte Postkarten aus den 70er-Jahren, sodass die Bilder, die zwar eine Serie sind, trotzdem sehr unterschiedlich wirken. Und es waren auch echte Originale am Elbstrand unterwegs. Dieser Typ ist ein Engländer, der da an der Strandperle saß und habe ihn gefragt, ob ich ihn fotografieren kann. Und dann hat er die Geschichte erzählt, dass er am Beginn einer Weltreise ist und sich jeden Ort, an dem er dann sein wird, nochmal als Punkt oder Kreuz auf der Karte rein tätowieren lassen wird. So. Sommerfeeling vor großer Kulisse. Bilder, wie sie nur in Hamburg entstehen können. Motive direkt aus dem Leben gegriffen. Bilder eines heißen Sommertages. Unglaublich, was aus so einer Idee entstehen kann. Einfach mal fotografiert, Leute angesprochen, hey, darf ich euch fotografieren? Man erfährt Geschichten, man lernt Menschen kennen, die man sonst nie im Leben kennengelernt hätte. Und man kann eine Ausstellung draus machen und das einfach nur, weil man sein Handy dabei hatte und einfach Lust hatte zu fotografieren. Und das finde ich einfach großartig und das sollte man sich anschauen. Hier in Hamburg-Altona in der Gaußstraße 136.